Alle 5 Jahre herrscht Ausnahmezustand im unterfränkischen Sömmersdorf. Dann spielen 400 von 650 Einwohnern bei den Passionsspielen mit. Und der ganze Ort zieht an einem Strang. In gut einer Woche ist Premiere. Unsere Außenreporterin Birgit Rosser darf heute schon mal dabei sein bei einer der letzten Proben. Der Leidensweg Christi im Hochsommer, das gibt es sonst ja eigentlich nur in Oberammergau. Aber Birgit, ich glaube, das lässt sich eh nicht wirklich miteinander vergleichen, oder? Nein, das ist hier sehr viel kleiner. Es ist sehr viel weniger kommerziell. Das sind alles Laiendarsteller, die auf der Bühne sind. Die arbeiten aus Lust und Leidenschaft, aus Liebe zur Sache. Für einen Verzehrbon von 7 Euro stehen sie auf der Bühne. 2 Drittel des Dorfes sind irgendwie in diese Passionsspiele integriert. Seit 80 Jahren gibt es die Passionsspiele. Alle 5 Jahre ist es soweit und heuer auch wieder. Wir sind hier gerade bei der Fußwaschungsszene. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Ich hoffe mal, die Kollegen haben alle schon saubere Füße. Die haben alle saubere Füße, ja, die meisten jedenfalls. Und wenn das auch so schlimm, also nicht so schlimm, dann bin ich ja dabei und bewerkstellige den Rest. Wie qualifiziert man sich denn als Jesus? Was muss man da können? Besonderes Talent braucht es eigentlich keines dazu. Ich würde mal behaupten, es kann hier jeder spielen. Wichtig ist, dass die Truppe zusammen funktioniert, dass wir alle zusammenspielen. Das geht dann los von der Regie bis zur Schminkfrau. Ja, und als Darsteller gibt man durchaus sein Bestes und zusammen funktioniert es dann. Dankeschön. Als Jesus ist er natürlich eigentlich der Star der Truppe. Hat er schon Allure? Es hält sich in Grenzen. Dankeschön. Vielleicht verraten Sie mir noch kurz Ihr Aufwand, Ihr zeitlicher, den Sie hier betreiben. Wie groß ist der denn? Ja, schon die Wochenende gehen halt drauf, schon seit einiger Zeit. Aber es macht Spaß, die Zusammenarbeit mit allen. Ja. Dankeschön. Sie müssen jetzt mit rüber auch. Ne? Hier wird jetzt aufgebaut. Da werde ich dann vielleicht auch mal gleich nachfragen bei der Gelegenheit. Zum Beispiel bei dem Herrn, der hier die Stange hält. Ich weiß, es gibt Jesus als Zweitbesetzung. Irgendwann taucht er vielleicht auf. Er ist es nicht, aber wir fragen einfach mal nach. In welcher Funktion sind Sie hier auf der Bühne? Ich bin der Philippus. Philippus, ist das Ihre Leib- und Magenrolle oder wurde die Ihnen einfach so zugedacht? Die wurde mir so zugedacht. Wie viel Zeit haben Sie investiert, damit Sie Philippus spielen können? Also wie viel Zeit geht da drauf? Ja, jedes Wochenende eigentlich. Das klingt eigentlich nach ziemlich viel Engagement für 7 Euro Verzehrbon. Ja, der Stundenlohn ist nicht so besonders gut. Warum machen Sie es dann? Aus Spaß am Spiel. Dann schauen wir mal, ich glaube, da kommt ein junger Mann und den habe ich vorhin schon mal entdeckt. Das ist er. Die Zweitbesetzung. Gell? Sie sind der Jesus, also der Zweite. Der Zweite, genau. Was sind Sie, lieber Jünger hier in dem Gewand oder lieber Jesus? Ach, das ist eigentlich ganz egal. Wir sind eine gute Gemeinschaft und von daher ist es wurscht. Und von der Konzentration ist es besser, wenn man sich sowas teilt. Also jetzt die komplette Spielzeit, die Konzentration so hoch zu halten, das wäre zu schwierig. Das heißt, Sie spielen den Jesus abwechselnd oder wie ist es geregelt? Genau so machen wir das. Ein Wochenend spielt der Tobias und ein Wochenend spiele ich. Jetzt hat die Musik hier aufgehört. Dürfen Sie gerne Platz nehmen. Ich glaube, es gibt gleich eine Abendmahlszene und ich schaue mal derweil darüber, quetsche mich mal unterm Zelt durch. Hier ist ja alles soweit auch schon aufgebaut und winke mal dem Regisseur, der heuer zum ersten Mal dabei ist. Wenn ich dich nicht wasche, wirst du keinen Anteil an mir haben. Hä? Ist es das? So wasche mir auch die Hände und das Haupt. Okay. Wer schon gewaschen ist, Petrus? Sie sind ja heuer zum ersten Mal dabei. Nicht mehr, als dass er sich als die Füße Sie die Schauspieler waschen. Mitbekommen haben, also das Material sozusagen, mit dem Sie hier arbeiten können. Waren Sie da erleichtert und haben sich gedacht, hey, die können schon eine Menge? Oder haben Sie sich gedacht, um Himmels Willen? Ja, um Himmels Willen haben wir uns nicht gedacht, wobei ich ja nur eine Hälfte der Regie bin. Wir haben das sehr dankbar angenommen, die viel Erfahrung, die da ist. Und haben einfach versucht, meine Kollegin hat zig Rollenbiografien geschrieben und haben versucht, einfach die Leute mit ihren Rollen, mit ihren neuen, die sie bekommen haben, einfach zu identifizieren. Das heißt, Sie haben auch wirklich umbesetzt, haben innerhalb des Teams verschoben. Was haben Sie noch geändert? Wir haben sehr viel Emotion eingebaut. Wir haben versucht, dass die Leute sich einfach in ihre Rollen einfühlen können. Und wenn sie es selber fühlen, dann können sie auch diese Gefühle transportieren nach draußen. Das war uns ganz, ganz wichtig. Auch die Jüngerinnen, die wir hier hinter uns sehen, die waren, glaube ich, vorher nicht auf der Bühne, oder? Die waren nicht auf der Bühne, aber vor 2000 Jahren gab es die Jüngerinnen und wir haben sie nur hierher geholt. Und die Live-Musik? Die Live-Musik, das ist ja so ein ganz neues Stilmittel von uns, das wir unbedingt etablieren wollten und auch klar und auch frisch komponiert extra für die Sömmersdorfer Passion. Dankeschön. Jetzt kommt, glaube ich, gleich Jesus an den Abendmahlstisch und wir haben eine kleine Spielszene, der wir zuhören. Wenn ich euch die Füße wusch, so sollt auch ihr einander dem anderen die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben,
damit auch ihr tut, was ich euch getan habe. Liebe Freunde, nur noch für kurze Zeit bin ich jetzt bei euch. Und damit mein Andenken bei euch niemals sterbe, will ich euch ein ewiges Denkmal hinterlassen und so immer bei euch und unter euch sein. Ich stifte einen Bund in dieser Stunde. Und dieser wird dauern bis ans Ende aller Tage. Nehmt hin und esst alle davon. Denn dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So, dann schauen wir mal. Das Wasser können wir hier nicht teilen, aber das Tor hoffentlich öffnen. Wunderbar. Da ergibt sich gleich eine neue Kulisse. Zusammen mit dem Herrn König, Vorsitzender des Vereins. Herr König, was haben Sie denn da für eine Kulisse aufgebaut? Ja, hier in der Innenbühne werden vier Szenen dargestellt. Einmal die Szene Herodes mit Jesus zusammen und dreimal die Beratungen des Hohen Rates. Und diese Kulisse ist momentan aufgebaut. Wir haben gerade mit dem Regisseur schon gehört, vom Regisseur gehört, was alles neu ist. Sie haben auch richtig Geld in die Hand genommen heuer, ne? Ja, wir haben eine Riesensumme in die Hand genommen. Wir haben über 1 Million investiert. Investiert für die Vorbühne, für alles, was wichtig ist fürs Spiel. Dass wir ein Spiel auf die Bühne bekommen mit vielen Ebenen, mit vielen Treppen, dass viele Spielmöglichkeiten entstehen konnten. Ich habe mich ja heute in Sommersdorf schon mal umgeguckt. Es ist wirklich ein ganz zauberhafter Ort. Ist durchaus mal einen Besuch wert. Also nicht nur für die Vorstellung, sondern auch, wenn wir da vielleicht kurz reinschauen. Das sind 680 Einwohner. Hier sehen wir den kleinen Passionsgarten. Es gibt auch Wanderwege neu rund um Sommersdorf mit Meditationsorten, mit Plätzen, wo man in sich gehen kann. Und hier sehen wir jetzt ganz neu auch das Museum hinten mit einer Ritterrüstung, die ja ganz besondere Geschichte hat, Herr König. Ja, ganz besonders. Sie stammt aus Bayreuth, von den Bayreuther Festspielen. Wurde nach dem Kriege von dem damaligen Lehrer Guido Halbig mit hierher gebracht und wurde eingesetzt 1996 bei den Festspielen und die Brünnhilde hat ihn getragen, also diese Rüstung getragen. Die Bayreuther hätten Sie natürlich gerne wieder die Rüstung, aber nichts da, die ist jetzt in Sommersdorf. Dankeschön, Herr König. Wer möchte, einfach vorbeischauen. Premiere ist am Sonntag in einer Woche. Das ist am 23. Karten kosten zwischen 15 und 25 Euro. Und es gibt noch welche. Ja, Andreas. Einer von euch.